Wir wollen jetzt gleich inhaltlich einsteigen mit Herrn Daske und es soll um Ausbildungsmodelle, Fördermöglichkeiten und Unterstützungsangebote für auszubildende Unternehmen gehen. Wir haben mehrere Teilnehmer und ja, herzlich willkommen und wir können dann beginnen. Ja, guten Morgen auch von mir aus Reinickendorf. Das Thema heute ist, wie schon gesagt, Ausbildungsmodelle, Fördermöglichkeiten und Unterstützungsangebote für auszubildende Unternehmen. Wir werden natürlich dieses vielschichtige Thema heute nur grob streifen können. Das heißt, wenn Sie Fragen haben, können Sie die gerne stellen. Ich habe mich beim Thema der Ausbildungsmodelle auf vier Beispiele beschränkt. Da geht es als erstes um die betriebliche duale Ausbildung, im zweiten Bereich dann um die duale Ausbildung in Teilzeit. Dann werde ich etwas zur betrieblichen Ausbildung mit einem Bildungsträger im Rahmen des Berliner Ausbildungsplatzprogrammes sagen und dann als letzte Möglichkeit die Verbundausbildung zwischen zwei oder mehreren Betrieben. Das traditionelle Ausbildungsmodell, das Regelausbildungsmodell ist die duale Ausbildung, die betriebliche duale Ausbildung, die je nach Ausbildungsberuf zwischen 2 bis 3,5 Jahre dauert und mit einem Abschluss der IHK oder der HWK endet. Die Arbeitszeit der Azubis, da sind natürlich auch alle weiteren Bestandteile inkludiert, beträgt ca. 39 Stunden die Woche. Der Azubi besucht während seiner Ausbildung die Berufsschule. Das variiert je nach Ausbildungsberuf. In Berlin ist es oft auch tagesweise geregelt, in anderen Bundesländern ja eher auch Blockseminare. Das gibt es in wenigen Ausbildungsberufen in Berlin auch. Ansonsten sind das je nach Ausbildungsberuf 1 oder 2 Tage in der Woche. Manchmal variiert das dann auch zwischen dem ersten, zweiten und dritten Ausbildungsjahr. Die Ausbildungsstätten müssen jeweils durch die Kammern oder die zuständige Kammer für den Ausbildungsberuf genehmigt werden. Nach der Genehmigung kann dann quasi mit einer Ausbildung begonnen werden. Über konkrete weitere Informationen erhalten Sie dann immer von den Ausbildungsberaterern der HWK und IHK. Das ist auch sinnvoll, gerade wenn man auch im Ausbildungsbereich starten möchte. Da ist natürlich immer auf die individuelle Situation im jeweiligen Betrieb zu dem jeweiligen Ausbildungsberuf ankommt. Wie zu allen weiteren Punkten steht Ihnen auch immer der Netzwerkkoordinator aus in den Bezirken zur Verfügung oder eben das Netzwerk als Gesamtes. Eine besondere Form der dualen Ausbildung ist die Teilzeitausbildung. Hier kann es bei bestimmten Gründen, zum Beispiel bei der Betreuung von kleinen Kindern, durchaus sinnvoll sein, eine Ausbildung nicht in Vollzeit durchzuführen. Die Teilzeitausbildung versucht auch die Ausbildungsinhalte in verkürzter Zeit zu berücksichtigen. Das heißt, statt einer 33-Stunden-Woche in 20 bis 30 Stunden die Woche. Das muss auch bei jedem Ausbildungsverhältnis im Einzelfall geprüft werden. Diese Besonderheiten sind eben auch im Ausbildungsvertrag zu kennzeichnen unter dem Punkt sonstige Vereinbarung. Wichtig zu beachten ist, dass der Berufsschulbesuch nicht verkürzt werden kann in der Regel. Das heißt, auch wenn es zum Beispiel um die Vereinbarung zwischen Familie und Beruf geht, dass man da immer schauen muss, wenn der Berufsschultag ist, dass das auch länger sein kann als der betriebliche Tag. Das sind immer auch bestimmte Hürden, die aber dann auch mit den Beratern der HWK, IHK oder eben auch in der Berufsschule zu klären sind. Eine besondere Form der betrieblichen Ausbildung ist das Berliner Ausbildungsplatzprogramm. Dieses Programm ist für Jugendliche, die bestimmte Hemmnisse haben, die auch einen weiteren Unterstützungsbedarf haben, aber auch für Betriebe, die sich auch in Ausbildung trauen wollen. Also die sagen, ich würde gerne jetzt ausbilden. Die Kammer stellt auch dann fest, dass die Ausbildung möglich ist oder nur noch wenige Schritte erforderlich sind, um als Betrieb ausbilden zu dürfen, die man quasi in einem gewissen Zeitraum auch beisteuern kann. Aber dann als Partner einen
Bildungsträger benötigen, die eben auch Ausbildungsinhalte vermitteln, die der Betrieb nicht vermitteln kann, oder auch den Jugendlichen in Form von Stützunterricht helfen, die Berufsschule zu durchlaufen. Das Besondere am Berliner Ausbildungsplatzprogramm ist als erstes, dass die Azubis nicht beim Betrieb in der Ausbildung angestellt sind, sondern beim jeweiligen Bildungsträger, der im Berliner Ausbildungsplatzprogramm teilnimmt. Der Betrieb ist quasi der Kooperationspartner des Bildungsträgers und zahlt deswegen nicht selbst die Ausbildungsvergütung des Azubis, sondern eine bilateral vereinbarte Monatspauschale an den Träger. Der Azubi ist in der Regel 2 Tage die Woche in der Berufsschule, 2 Tage im Betrieb. Variiert, wie gesagt, auch je nach Ausbildungsberuf oder auch nach dem Modell, den der Träger hat. Circa 1 Tag die Woche ist er beim Träger. Je nach Modell kann es dann auch so sein, dass ein Azubi mal eine Woche beim Träger ist, dafür mehrere Wochen am Stück beim Betrieb. Da gibt es eben die Möglichkeit, immer individuell zu vereinbaren, wie das Modell am sinnvollsten ist. Worauf weder Bildungsträger noch Betrieb natürlich Einfluss haben, sind die Berufsschultage. Ja, auch hier, wie gesagt, sind die Kammern nicht außen vor. Auch hier erfolgt die Genehmigung, denn der Ausbildungsabschluss ist der gleiche wie in der regulären betrieblichen dualen Ausbildung. Ja, weitere Informationen erhalten Sie dann auch bei den Netzwerkkoordinatoren. Die Verbundausbildung zwischen 2 oder mehr Betrieben ist eine weitere Möglichkeit, die im Bereich Ausbildung möglich ist. Wenn man als Betrieb nicht alle Ausbildungsinhalte abdecken kann, sucht man sich einen Partner. Hierbei unterstützt die Verbundberatung der IHK HWK, wenn man selbst keinen Partner findet, dass man eben auch einen Ausbildungsberuf ausbilden kann, auch wenn man nicht alle Bedingungen erfüllt oder bestimmte saisonale Notwendigkeiten es nicht ermöglichen, einen Azubi über das ganze Jahr zu betreuen. Ansonsten sind auch die üblichen Bedingungen zu erfüllen. Der Azubi ist bei einem der Haupt beim Betrieb angestellt, wo er die meiste Zeit verbringt, und der Betrieb, über den laufen dann auch mögliche Förderungen, die es hier gibt. Zu den Fördermöglichkeiten, da gibt es als ein Beispiel die Förderung der Berufsausbildung im Land Berlin. Da habe ich ja die eben genannte Ausbildung im Verbund genannt. Da sind bis zu 7.500 € Förderung möglich. Sollte die Berufsschule nicht in Berlin sein, kann man auch dort eine Förderung erlangen. Benachteiligte Jugendliche können, wenn sie im Betrieb als Azubi aufgenommen werden, ebenfalls bis zu 10.000 € gefördert werden. Weibliche Azubis in atypischen Berufen und Alleinerziehende bis zu 7.500 €. Und wenn man als Betrieb aus Konkursbetrieben einen Azubi übernimmt, kann man eine Förderung bis zu 5.000 € erhalten. Die FBB-Förderstelle ist an die HWK, Handwerkskammer, angegliedert, und auf der Internetseite der FBB findet man die konkreten Informationen. Die Bundesagentur für Arbeit fördert eher indirekt, das heißt, die Förderprogramme wie die ausbildungsbegleitenden Hilfen und die assistierte Ausbildung sind für die Betriebe da. Da kann man dann die Azubis dann auch hinschicken oder mit den Programmen zusammenarbeiten. Das heißt, man nutzt kostenlos die Vorteile der Förderprogramme, kriegt aber jetzt keine eigene pekuniäre Förderung als Betrieb. Der Arbeitgeberservice kann auch in bestimmten Fällen Eignungszuschüsse geben. Das ist bei Ausbildung im Sonderfall. In der Regel gilt dann auch, dass dann schon hier es sich um Menschen handelt, die eben später in eine Ausbildung einsteigen als im Regelfall kurz nach der Schulzeit. Wie schon gesagt, diese geförderten Angebote sind gerade auch im Bereich der Agentur zu bekommen. Es gibt aber auch ungeförderte Unterstützungsangebote, die eben Betriebe und Träger anbieten. Da kann man individuell auch vereinbaren, wie das am besten zum jeweiligen Betrieb, zum Ausbildungsberuf und zum individuellen Ablauf passt. Währenddessen bei den geförderten Angeboten natürlich die Programmrahmenbedingungen generell zu beachten sind. Ja, alle Informationen noch konkret können Sie dann immer bei den Netzwerkkoordinatoren der regionalen Ausbildungsverbünde erhalten und natürlich auch bei der PWAG als Leitbetrieb des Netzwerks regionaler Ausbildungsverbünde. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.
Ja, vielen Dank, Herr Daske. Jetzt Ja. wäre der Raum für Fragen und zwar gerne im Chat. Wie komme ich jetzt zurück? Hier. Ausschalten. Freigabe ausschalten. Ah ja. Ja. Sie haben mich also So, gut verstanden, ja? wir haben Sie sehr gut Einwandfrei. verstanden. Wir haben Sie sehr gut verstanden und vielleicht noch ergänzend zu Ihren Informationen. Am 17.06. findet eine Veranstaltung im Berufsinformationszentrum der Agentur für Arbeit Süd statt, und zwar konkret zu dem Thema Teilzeitausbildung, Ausbildung für Alleinerziehende. Mit den vier regionalen Ausbildungsverbünden Süd. Bei Fragen, fragen Sie gerne, kommen Sie auf uns zu. Sie finden die Veranstaltung gemeinsam mit weiteren Veranstaltungen auf unserer nrav.de Seite. Keine Fragen? Da ist ein. Also, genau. Keine Ja, Frage. wie kann man runterladen? Da brauche ich die Informationen vom Administrator, wie das funktioniert, ob man das machen kann. Das ist möglich. Wir schicken den Link dann noch rum oder gleich die Folien. Das wird man sehen. Wir stellen die Folien auch auf die Seite. Gut. Gibt es Fragen? Herr Holland, genau. Holland? Ja, es dauert sicherlich einen Moment, wenn man den Chatverlauf erstmal eingeben muss. Dann am besten per Chat. Ne? Herr Holland, jetzt haben Sie auch ein Mikro frei. Ich kann jetzt auch sprechen. Aus meiner Sicht. Hallo? Ja, Ja, man bin ich hört. jetzt zu hören? Ja. Ich habe jetzt gerade eine Mail in den Chat gesendet, dass ich Technikprobleme hatte. Jetzt geht das wieder. Herr Daske, als Profi haben Sie ja eine Menge an Möglichkeiten angeboten. Wie sind denn Ihre Erfahrungen von der Vielfalt, wenn Sie mit KMUs so in den Dialog treten, die sich bisher mit dem Thema noch nicht beschäftigt haben? Gibt es da Favoriten, wo Sie sagen, also meist ist so diese Verbundausbildung über das Landesprogramm so eher so ein Segment, wo sich kleinere Unternehmen wohler fühlen, weil da eben halt auch eine Betreuung von den Kindern mit bei ist. Weil ich finde, Teilzeitausbildung ist schon etwas Besonderes und da ist ja ohnehin die Bandbreite in Berlin nicht so üppig. Aber welche Erfahrungen haben Sie gesammelt? Also wo tendieren Unternehmen eher hin? Kann man da pauschal so eine Aussage treffen oder ist es sehr bunt? Also grundsätzlich handelt es sich natürlich da um ein sehr breites und buntes Feld. Man kann da keine pauschale Aussage treffen, aber wenn man so sagt, wo der Schwerpunkt liegt, versuchen Betriebe schon als erstes die reguläre betriebliche Ausbildung anzubieten, wenn sie ausbilden wollen. Erst dann, wenn es Schwierigkeiten gibt, alleine auszubilden, werden dann eben weitere Modelle gerne favorisiert, sei es eben das Berliner Ausbildungsplatzprogramm oder eine Partnerschaft mit einem anderen Betrieb. Wobei ich bei letzterem auch sagen muss, dass zum Teil viele Vorbehalte da sind, weil man ja dann auch sich sagen mal das Gefühl hat, sich gegenseitig in die Karten schauen lassen zu müssen. Da muss man manchmal dann auch Hürden abbauen. Bei der Ausbildung im Berliner Ausbildungsplatzprogramm ist da die Hürde nicht so hoch, weil der Bildungsanbieter ja nicht als Konkurrent des Unternehmens gesehen wird und somit als, sagen wir mal, als Bildungspartner anerkannt wird und das funktioniert dann auch besser. Man muss natürlich dazu sagen, die Angebote im Berliner Ausbildungsplatzprogramm sind ja auch in den letzten Jahren zurückgegangen. Das heißt, es gibt jetzt nicht mehr so viele verschiedene Ausbildungsberufe. Das betrifft ja auch nur bestimmte Bereiche, bestimmte Berufe, wo es noch Angebote gibt im Berliner Ausbildungsplatzprogramm.
Währenddessen bei den anderen Modellen natürlich das unabhängig ist vom jeweiligen Ausbildungsberuf. Dankeschön. Gibt es noch weitere Fragen? Haben Sie von Unternehmen, mit denen Sie so in der Vergangenheit so Ausbildung auf den Weg gebracht haben, also natürlich insbesondere betriebliche Ausbildung, also auch so Feedbacks, inwieweit Förderinstrumente relativ leicht zu handhaben sind für kleinere Unternehmen? Also Sie haben ja beispielsweise zu Fördermöglichkeiten über das Land, also FBB, gesagt, dass die Handwerkskammer Partner ist. Wie gestaltet sich denn da dieses Antragsprozedere? Sind Sie da als Dienstleister mit im Boot oder sind Sie nur der Ermittler zwischen den Welten? Und welches Feedback gibt es letztendlich von Unternehmen, ob das alles ein relativ leichtes Prozedere ist und dass eben halt eine gute gemeinte Sache dann vielleicht nicht nach hinten losgeht, weil das Antragsverfahren einfach zu kompliziert ist? Ja, also das gerade. Das Antragsverfahren von FBB ist schon aufwendig, das heißt, so gesehen, der Erstantrag ist eine Checkliste zu erfüllen, die eben der Betrieb, wo der Betrieb eben einige Informationen und einige Materialien sammeln muss, um die auch dann einzureichen. In der Nachfrage gibt es dann oft weitere Abforderungen. Das heißt, man darf sich als Betrieb dort auch nicht abschrecken lassen, zu sagen, okay, das ist mir jetzt alles zu viel Papierkram, was wollen die da alles wissen? Deswegen ist es schon sinnvoll, diese Antragsverfahren begleiten zu lassen. Also zum Beispiel durch mich als Netzwerkkoordinator oder eben auch zum Teil braucht man da auch die Partner in den Kammern, gerade in der Handwerkskammer, da eben auch dort bestimmte Dokumente gegengezeichnet werden müssen. Dankeschön. Im Chat sind keine weiteren Fragen. Also ich habe jetzt erstmal keine Frage mehr. Gut. Es war, finde ich, auch eine sehr schöne Präsentation zu dem, was so in Berlin möglich ist. Also insofern sind denn die zwei Fragen, die ich gestellt habe, erstmal so ergänzend gewesen und haben, glaube ich, das Gesamtbild für mich jetzt nochmal so ein bisschen abgerundet. Das ist doch gut.